Meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen Me-Time mit mir. Ihr seht, heute passiert wieder was und wenn euch interessiert, worum es hier in diesem Video geht, dann wie immer schnappt den Kaffee, den Keks, was auch immer dir gut tut und nach einem kurzen Intro sehen wir uns dann wieder. Ich habe ja schon lange kein Schminkvideo mehr gemacht, deswegen habe ich mir gedacht, oh komm, das machen wir jetzt heute mal. Licht ist jetzt vielleicht nicht so dolle, aber ja, so ist es nun mal. Übermüdet, schlecht geschlafen, ich schlafe seit Tagen schlecht, diese Hitze macht mir einfach zu schaffen. Tränensäcke, nehme momentan keine Biowohlen, Augensalbe und schon sieht man das. Ich finde auch hier sieht man es mehr wie da, aber darum geht es heute nicht. Ich möchte euch heute meinen momentanen, leichten, sommerlichen Look zeigen, den ich mache. Ich finde, der ist auch Anfänger geeignet und wenn ihr die CC Cream seht, versteht ihr mich auch, ist auch geeignet, wenn es so warm ist, weil dann läuft die Suppe zwar runter, aber es fällt nicht gleich so auf. Das ist tatsächlich mein Sommer-Make-up, was ich momentan eigentlich fast nur noch trage. Das Einzige, was ich mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger mache, ist tatsächlich der Lidschatten. Aber ihr wisst, das Wichtigste zuerst, wenn du neu bei mir auf meinem Kanal bist, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und für alle, die wieder eingeschaltet haben und dieses Elend mit mir bereinigen möchten. schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe schon meine Pfeffersalbe schon drauf. Die finde ich sehr gut. Ihr seht das jetzt mit dem Licht tatsächlich nicht, aber ich finde schon, dass die Pfeffersalbe einen Effekt bei mir bringt. Ich habe ja momentan diesen Kupferton, den ich jetzt momentan so ein bisschen rauswaschen lasse. Richtig schön. Aber da fällt es nämlich nicht auf, dass ich nämlich normalerweise Farbton Mozzarella bin. Und das tut mir tatsächlich sehr gut, fühle ich mich einfach wohl. Ich werde jetzt hier keinen Primer drauf machen, weil ich festgestellt habe, dass nämlich dieses Produkt, und zwar Nivea Luminous Anti-Spot CC Fluid Medium, für mich völlig ausreichend ist. Ein bisschen schmodderig und schmutzig. Die ist sehr leicht. Also ich könnte es einen Tacken dunkler vertragen. Aber für diese Hitze, die wir momentan haben, finde ich das wirklich angenehm. Du siehst zwar aus, als ob du irgendeine Pflege drauf hast. Du siehst halt nicht so müde aus und man kann feine Unebenheiten, sage ich jetzt mal, optisch minimieren. Aber du hast halt nicht eine deckende Foundation drauf, wo du gleich ausschaust, als ob du alles zugekleistert hast. Aber wir fangen tatsächlich mit dem Lidschatten an. Beziehungsweise im Sommer nehme ich eigentlich so gut wie gar keinen Lidschatten, sondern ich nehme momentan von Essence das Blush. Weil ich finde, wenn du im Sommer tatsächlich den Blush und den Augenlook gleich hast, ich muss nur in den Spiegel schauen, dann siehst du einfach frischer aus und die Farben gehen so ein bisschen ineinander. Der Pinsel ist von Nere uralt, schon kaputt, aber ich finde den einfach super für außen. Und da mache ich mir halt einfach den Blush und da ist auch jetzt erstmal völlig egal, welche Farbe. Weil, wie gesagt, dieser Blush wiederholt sich ja dann im Gesicht wieder. Und ich finde, aber wie gesagt, ich bin auch kein Profi-Make-up-Artist. Ich schminke hier nur hobbymäßig. Also Hater, lasst es gut sein. finde ich einfach, wenn dieser Farbton sich wiederholt, hat das irgendwie was Frisches an sich. Also wie gesagt, oh, ich habe einen Nagel verloren. Finde ich einfach eine tolle Geschichte und damit es natürlich nicht ganz so langweilig ist, man kann natürlich auch nur eine Farbton nehmen, nehme ich nochmal einen Highlighter und zwar habe ich von Revoir Loves Me Tropicana. Der sieht so aus und das lege ich mir einfach jetzt vorne nochmal hin. Der Pinsel ist von Fräulein B und das mache ich mir vorne ein bisschen hin und verblende das im Endeffekt so ein bisschen miteinander. Seht ihr das? Also überhaupt kein Hexenwerk, total einfach. Also ich glaube, das kann jeder Anfänger, jeder, der sich so ein bisschen austoben möchte, anfangen möchte mit seinen Augenlook. Und ich, das kann man tatsächlich, abends mache ich das mit Braun, mit Bronze und untertags mache ich das tatsächlich mit dem Blush. Übrigens, weil ich gerade... Der Giacomo hat ja eine neue Kollektion rausgebracht, finde ich sehr schön.
eine mega Palette. Ich weiß noch nicht, wann ich zum Rossmann komme. Ich freue mich sehr darüber. Ich habe bisher ja alle Paletten von ihm gekauft und war immer begeistert. Aber die er jetzt wieder rausgebracht hat, ja, finde ich einfach schön. So, tatsächlich war das der Augenlook schon. Und dann kommen wir jetzt zu dieser CC Cream oder CC Fluid. Es gibt ja BB Creams, es gibt Foundation, es gibt CC. Und CC ist sozusagen die leichteste Variante. Und die sieht so aus, hat so einen leichten, würde ich sagen, Grünschimmer, wo ich sage, da kann man optisch so ein bisschen was wegzaubern. Man wird da jetzt nicht viel Unterschied sehen. Wie gesagt, muss ja in den Spiegel schauen, deswegen bin ich wieder im Badezimmer. Die dunkelt auch nicht nach. Das finde ich immer ganz gut. Meine Augenringe wird sie auch nicht verstecken können. Aber das ist alles nicht schlimm, weil ich möchte ja nur so ein bisschen einen Hauch von nichts drauf haben. Ich fühle mich persönlich ein bisschen wohler. Ich gehe ja eigentlich so gut wie nie ungeschminkt außer Haus. Außer jetzt bei diesen Temperaturen. Also ganz ehrlich, bei diesen Temperaturen, da ist mir das mittlerweile auch Wurst. Und es ist ja so, wenn ich zum Einkaufen gehe, ist sowieso keiner einkaufen, also ich vielleicht. Weil die meisten sind am Badesee oder im Urlaub. Und wen triffst du da? Niemanden. So, also das ist im Endeffekt wie so eine leichte Creme. Sieht ein bisschen speckig aus, aber das ist nicht so schlimm. Und das zieht wunderbar ein, ist für mich so ein bisschen wie eine Creme, also es ist so ein Fluid. Ich Augenringe, ist ja Wahnsinn. Im Spiegel sieht es gar nicht so schlimm aus wie in der Kamera. Aber ich finde das sehr angenehm im Gesicht. Wie gesagt, es zieht noch ein bisschen ein. Und ich mache dann tatsächlich meine normale Routine, die ich sonst auch habe, noch nachträglich. Momentan nehme ich von CRT London Palm Island den Bronzer. Der ist jetzt nicht unbedingt so meine Farbe, aber ich nehme da nur so ein bisschen und mache mir das dann wie immer, das kennt ihr schon, so ein bisschen ins Gesicht, einfach damit ich was drauf habe. Ich verblende das zum Schluss nochmal, deswegen ist das jetzt alles nicht so schlimm, wenn das ein bisschen zu viel wird. Genauso, und das ist jetzt das, weswegen ich immer sage, sieht das immer so frisch aus, nehme ich jetzt wieder den Blush. Der Pinsel ist übrigens von Luvos. Mache auch hier so ein bisschen hin. Auch das ist nicht so schlimm, wenn du da nicht so ganz sauber arbeitest. Sauber arbeiten solltest du nur, oder also immer sauber arbeiten, aber wenn du danach so noch ein Puder oder ein Setting-Puder, da kannst du das noch ein bisschen verarbeiten. Jetzt nehme ich wieder den Highlighter und mache da auch nur ein Hauch von nichts. Das sieht dann so ein bisschen wieder aus, als ob du Schweiß hättest. Und zum Schluss, und das mag ich tatsächlich momentan sehr gern, von Isadora Velvet Touch Ultra Cover Kompakt Powder mit Lichtschutzfaktor 20. Ich wollte das eigentlich nur als Puder verwenden, habe das aber jetzt tatsächlich mal als Setting Powder verwendet zum Verblenden. Von So Echo ist der Pinsel, mache ich auch einfach nur ein bisschen so und gehe dann eigentlich nur noch mal so ein bisschen drüber, damit das nicht so ganz so speckig ausschaut. Also auch nur ein bisschen. Und dann, wie gesagt, verblende ich hier das, was alles so ein bisschen zu viel geworden ist. Oder wo ich sage, ah, ist mir jetzt doch zu viel des Guten. Verblende ich dann einfach nochmal. Mach trotzdem keine Augenringe weg. Aber ich finde, es macht doch einen schönen... Ja, Glow jetzt nicht. Es macht ein mattes Finish und das mag ich tatsächlich sehr gern. Und dann verwende ich tatsächlich für die Augenbrauen momentan was. Ist eigentlich nicht mein Produkt, aber ich habe es in irgendeiner Box gehabt von Anastasia Beverly Hills, dieses Augenbrauen-Gel. Ich benutze sowas normalerweise nicht. Ich kämme normalerweise meine Augenbrauen nur durch. Jetzt habe ich es aber. Ich finde es sehr schön. Ich kann es euch empfehlen. Und dann kämme ich mehr oder weniger meine Augenbrauen nochmal durch. Nehme dann von Avon diesen Glimmer Stick. Der hat die Farbe Fierce Amber. Okay, das ist so ein Kupferton, passend zu meinen Haaren. Momentan kann ich nämlich tatsächlich keinen roten Lippenstift tragen. Das passt überhaupt nicht zu meiner Haarfarbe. Das ist ein bisschen schade. Aber es ist ja nicht so, dass Frau nicht genug im Schrank hätte. So,
mache ich mir so einen ganz leichten Rand einfach hin, damit der Lipgloss, ich mache jetzt nur einen Lipgloss drauf, nicht so ganz so sehr verschmiert. Habe ich momentan einen von Essence, Plumping Nude, so extra heißt es. Der sieht so aus. Also wirklich was ganz Leichtes, kein schwerer Lippenstift. Einfach was den Look so ein bisschen frischer macht. Also alles nicht so die Welt, aber ihr seht, die Farben ähneln sich schon sehr und das finde ich jetzt momentan sehr gut. Und als Mascara nehme ich die Panorama-Mascara von L'Oreal. Finde ich sehr gut. Das ist die Bürste. Ich finde die halt praktisch, weil du kommst in diese Augeninnenwinkel gut rein. Und auch die unteren Wimpern, der untere Wimpernkranz, da kommst du halt mit so kleineren Bürsten, wenn die nach vorne so auslaufen, einfach besser rein. Das ist eine Mascara, die wird besser, wenn die ein paar Mal benutzt worden ist. Weil die hat immer sehr viel Produkt drauf am Anfang. So, also Mascara ist drauf. Ich mag die wirklich sehr gerne. Das sind jetzt zwei Schichten. Und ich finde, das ist ein schöner Look. Jetzt ziehe ich mich mal noch um, mache mir ein bisschen zurecht, dass ihr mich auch im normalen Zustand seht. Und dann schauen wir mal, welches Produkt mir am besten gefallen hat. So, meine Lieben, das ist jetzt das fertige Outfit, mein sommerlicher Look. Und ich muss sagen, sehr minimalistisch. Also ich finde ihn sehr schön. Wie gesagt, Augenringe. Das ist jetzt mal so. Ich mache nachher mal ein Bild, vielleicht im Freien, dass man das besser sieht. Aber ich finde, das passt wirklich sehr gut. Das ist ein sommerlicher Look. Damit fühle ich mich einfach wohl. Wie gesagt, bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt der Look. Ich finde ihn sehr einfach, minimalistisch, einfach zu machen. Und da braucht man auch gar nicht so viele Zutaten. Hätte jetzt beinahe gesagt, so viele Produkte, weil man braucht eigentlich nur Bronzer oder ein Blush, je nachdem, was ihr lieber mögt. Und ein einfacher Sommerlook geht doch immer. Ich wünsche euch einen schönen sommerlichen Tag. Bleibt mir bis dahin wieder schön gesund, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Alles Liebe, eure Hecke.